Landeshauptmann Luis Durmwalder hat im Landtag den Haushaltsentwurf 2013 der Landesregierung vorgestellt. Das vorrangige Ziel, das die Landesregierung mit diesem Haushaltsvoranschlag für das kommende Jahr erreichen will, ist, den Spielraum für Bürger, Betriebe und die öffentliche Hand zu vergrößern. Die Mittel dazu liegen in der Senkung des Steuerdrucks, in gezielten Einsparungen und Neuordnungen und im Bürokratieabbau. Zu Beginn seiner Rede hat der Landeshauptmann an die 40 Jahre des zweiten Autonomiestatuts und an die 20 Jahre der Streitbeilegungserklärung zwischen Österreich und Italien erinnert. In Bezug auf die Stromaffäre meinte Durmwalder, dass, falls sich der Bürger nicht mehr darauf verlassen kann, dass die Dinge, die für die Gesellschaft wichtig sind, nach allen Regeln der Kunst verwaltet werden, er auch allen Grund hat, die dafür Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und mit den Repräsentanten unzufrieden zu sein. Dann ging der Landeshauptmann auf den vorliegenden Haushaltsentwurf für 2013 ein, der trotz Krise und ungünstiger Rahmenbedingungen um nur 2,2% gesunken ist. Mit diesem Haushalt will die Landesregierung Impulse setzen und die Wirtschaft am Laufen halten. Und zwar durch öffentliche Investitionen, in erster Linie aber durch die Erhöhung der finanziellen Handlungsspielräume von Unternehmen und Haushalten. Schließlich erinnerte Durmwalder daran, dass der heutige Südtiroler Wohlstand sicherlich auch auf die harte Arbeit der letzten Jahre zurückzuführen ist. Ich muss sagen, wenn ich vergleiche, was war, wie ich vor 24 Jahren gekommen bin als Landeshauptmann und jetzt, da muss ich einfach sagen, wir können stolz sein auf das, was wir gemeinsam geschaffen haben. Vor 24 Jahren war es so, dass einfach gewisse Kompetenzen nicht vorhanden waren, sie waren noch nicht umgesetzt, es fehlten die Strukturen im wirtschaftlichen Bereich, im kulturellen Bereich, im sozialen Bereich. Wir mussten erst aufbauen und ich muss sagen, dass man diese Kompetenzen, die damals Maniago uns übergeben hat, das heißt den neuen Landesregierungen, dass die gut verwaltet worden sind. Heute sind wir ein Land, das sich innerhalb des italienischen Staates sehen kann. Wir haben erst kürzlich gesehen, dass wir an erster Stelle stehen, was Lebensqualität anbelangt, an letzter Stelle stehen, was Arbeitslosenzahlen anbelangt, an erster Stelle stehen, was Bruttoinlandprodukt pro Einwohner anbelangt. Das ist schön und auch wenn wir es mit Europa vergleichen, wir sind innerhalb der ersten 20 Regionen in Europa und da sind immerhin 272 Regionen. Und das soll uns mit einem gewissen Glücksgefühl irgendwie erfüllen. Was mich besonders erfreut, ist die Tatsache, dass diese ethnischen Konflikte, die früher waren, dass die eigentlich nur von Zeit zu Zeit aus politischen Überlegungen von gewissen rechten Gruppierungen wieder aufgerissen werden. Aber ansonsten muss ich sagen, dass ein friedliches Zusammenleben in unserem Lande ist. Das heißt, dass in Südtirol drei Volksgruppen vorhanden sind, die ihre Kultur, ihre Tradition leben und auch stolz sind, dass sie das tun können. Und auch das muss bei dieser Gelegenheit gesagt werden.